Jo Freunde, ich bin's wieder, euer Fortinizer und ich habe hier die brandheißen News von One Piece Card Game Ultra Deck Three Brothers am Start. Und zwar kriegen wir ein weiteres Ultra Deck und diesmal wird das 13. Starterdeck sein, welches Anfang bzw. 2024 im April erscheinen wird, um genau zu sein am 24. April. Und dieses Ultra Deck hat es wieder in sich. Wir bekommen nicht, wie wir das schon bei Starter Deck Nummer 10 kennengelernt haben, welches ja auch ein Ultra Deck war, welches auch vor kurzem herausgekommen ist, kriegen wir auch in diesem Deck Nummer 13 ein Ultra Deck. Und das bedeutet, diese Karten werden definitiv wieder komplett in Foil sein. Bedeutet, jede Karte ist Holo, was richtig cool und nice ist. Das spiegelt sich aber allerdings auch im Preis wieder. Und zwar werden wir umgerechnet wieder um die 30 Euro mindestens zahlen müssen. Meine Tendenz ist eher steigend, da dieses Produkt aber einzigartig ist und so vorher noch nie rausgekommen ist. Es ist nicht nur ein vorkonstruiertes Deck mit 51 Karten. Wir haben auch wie im Deck davor wieder 10 Don-Karten und wieder 3 Leader-Karten. Diesmal sind das aber Sabo, Ruffy und Ace. Und ich habe mich schon sagen lassen, dass diese 3 Leader-Karten ziemlich, ziemlich gut und stark sein sollen. Ich bin da ja nicht so in der Materie drin, sondern nur ein Sammler. Aber ich überlege immer mehr auch mal vielleicht mich mit dem TCG spielerisch auseinanderzusetzen. Es scheint vielen Leuten Spaß zu machen und es ist ja auch nicht ohne Grund ein sehr beliebtes Kartenspiel, meine Freunde. Definitiv ist es sehr, sehr interessant. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Highlight. Deshalb mache ich auch extra ein Video dazu. Ich wollte euch nur darüber informieren und vorwarnen, was auf euch zukommt, an alle, die One Piece sammeln, an alle, die die Starterdecks sammeln und auch Lust haben, sich dieses Deck etwas genauer anzusehen. Deshalb will ich hier auch drauf eingehen. Und zwar bekommt dieses Starterdeck eine Besonderheit, welches nicht nur für Spieler interessant ist. Vor allem, es wird auch hier auf die Sammler abgezielt. Warum sage ich das? Ihr könntet das schon einmal hier am Inhalt sehen. Wir bekommen hier ein Bonus-Pack. Bedeutet, ein extra Booster wird hier in jedem Starterdeck beigelegt. Und es kommt halt noch dicker, als es ist. Und zwar kriegen wir diesen extra Booster 3 Karten von diesem Deck. Aber diese 3 Karten sind alternative Artworks, meine Freunde. Ihr habt richtig gehört. Wir bekommen pro Starterdeck 3 Bonuskarten aus einem extra Booster. Und wir bekommen insgesamt 16 alternative Artworks aus diesem Starterdeck. Das bedeutet, wir können diese alternativen Artworks nur aus diesem Starterdeck ziehen. Ja, und das macht es halt super interessant für Sammler wie auch für Spieler. Man will natürlich alle 16 Varianten haben. Und ich wäre nicht euer Fortinizer, wenn ich natürlich nicht schon die Leaks dazu am Start hätte, wie das Ganze denn aussieht. Ich habe euch mal die Bilder herausgesucht, wie diese alternativen Artworks aussehen. Und ich sage euch eins, die sehen einfach nur richtig, richtig nice aus und kommen vielleicht euch auch sogar bekannt vor vom Style und vom Design her, meine Freunde. Und zwar erinnern sie doch sehr, sehr stark an OP03, Pillars of the Strange, meine Freunde, an die Leader-Karten. Die haben ungefähr diesen gleichen Stil. Die Karten sind halt auch schwarz in schwarz-weiß gehalten und haben halt nur ein Akzent an Farbe dazu bekommen. Also nur eine einzelne Farbe noch als Bonus dazu. Und ich finde, die sind einfach unglaublich geil aus. Gerade der Ace gefällt mir sehr, sehr gut. Auch Ruffy gefällt mir gut, aber Shanks, finde ich, ist einfach für mich ein absolutes Highlight. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Macht auf jeden Fall das Starterdeck auch für Sammler durchaus sehr interessant. Ich sammle ja eh alle Starterdecks mindestens einmal, also werde ich mir das Deck so oder so holen. Aber ich wollte euch nur vorwarnen, dass ihr das Produkt, wenn ihr dafür Interesse habt, definitiv vorzubestellen, meine Freunde. Wie gesagt, es ist nicht für Spieler sehr, sehr interessant und hat schon sehr guten Anklang gefunden, sondern es ist auch für Sammler sehr, sehr interessant als Invest oder als Sammelprodukt, meine Freunde. Aber wie gesagt, Promokarten, alternative Artworks, die man nur aus einem Produkt ziehen kann, haben wir bei der Gift Collection schon gesehen, 2023, die ja auch im November erschienen ist, meine Freunde. Und wir haben gesehen, wie schnell die ausverkauft sind, wie beliebt dieses Produkt dann doch war, wegen diesen Promokarten, die man nur aus dem Produkt ziehen kann.
Und ich kann mir vorstellen, dass es bei diesem Starterdeck nicht anders ablaufen wird. Deswegen, wenn ihr es wollt, bestellt es so früh wie möglich vor. Meldet euch bei eurem Laden eures Vertrauens. Sagt schon mal Bescheid, ihr wollt es unbedingt haben. Oder lasst es euch reservieren, zahlt an, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ihr tun müsst, um an dieses Produkt rechtzeitig zu kommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Verfügbarkeit, wie auch bei Starterdeck 10, nicht so rosig sein wird, weil wir haben generell ja so ein Problem mit der Lieferung der Ware. Deshalb wollte ich da euch schon mal erstens informieren, zweitens aufklären und drittens vorwarnen. Und wenn euch das alles gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und Like und einen Kommentar zu eurer Meinung sehr, sehr freuen. Was sagt ihr denn zu dem Produkt? Gefällt es euch? Ist es was für euch? Was werdet ihr tun? Schreibt mir all das gerne in die Kommentare, dann können wir gerne darüber uns unterhalten, diskutieren, gemeinsam wachsen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch allen frohes Fest und wir sehen uns, euer 49er.